Ja, was ist denn da los? Alvu trägt doch sonst keine Mützen. Ja, bei der kleinen mache ich eine Ausnahme, weil sie durchaus praktisch und günstig ist. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvu, ich bin gerade im Bushcraft Camp am Arbeiten unterwegs und habe in der Pause Zeit für ein paar kleine Reviews für euch. Das hier ist tatsächlich im Prinzip nichts weiter als eine günstige Armee-Variante der US-Armee einer Mütze. Schön in Schwarz gehalten, gibt es natürlich in verschiedensten Farben und tut ihren Zweck. Im Großen und Ganzen wird das natürlich ein kurzes Video, weil so viel gibt es über so eine einfache Standardmütze nicht zu sagen. Wir gehen einmal ganz kurz die Daten durch. Wir haben hier eine Mütze für ungefähr 5 Euro neu, das heißt, sie ist auf jeden Fall eine Low-Budget-Mütze. Wir haben hier vorne einen Schirm, der mehrfach vernäht worden ist mit dem Stoff. Wir sehen das hier oben auf der Kappe drauf. Und an den Seiten haben wir kleine Belüftungslöcher, ne? Man sieht das hier. Das ganze Ding ist ein sehr robuster und gut vernähter Baumwollstoff, wie ich finde, in kleiner Ripstop auch. Man sieht das hier überall. Bei dem Stoff ist ein bisschen alles vernäht als Ripstop-Gewebe. Nicht besonders starkes Ripstop-Gewebe, aber da das Gewebe an sich schon so stark ist, ist das auch nicht unbedingt notwendig. Wofür ist jetzt so eine Mütze zu gebrauchen und warum habe ich mir eine angeschafft? Es gibt dafür mehrere Anwendungsbereiche. Zum Beispiel heute im Camp ist es so, dass ab und zu mal kleine Äste rumfliegen oder sonst irgendwas, vor denen möchte ich mich schützen, als auch, dass ich natürlich meistens ein bisschen längere Haare habe und die auch offen trage und das beim Arbeiten gerne mal ins Gesicht kommt und dann ist das natürlich nervig. Der weitaus wichtigere Grund ist natürlich der Hauptgrund für so eine Kappe überhaupt, der Sonnenschutz. Wir haben jetzt starken Sommer, fängt langsam wieder an, die Sonne brutzelt einem ins Gesicht. Ich hatte schon ein bisschen leichten Sonnenbrand, möchte ich sagen. Und was mir auch besonders wichtig war, ist, das unter einer anderen Jacke tragen zu können, um so einen Schirm zu haben, um mich vor Regen zu schützen. Denn so geil ich meinen Lodenmantel auch finde, er hat keine integrierte Kappe hier oben. Ne? Das ist einfach nur eine ganz normale Kapuze, die man so festmachen kann. Und so kann ich jetzt schön alles zumachen und habe trotzdem nicht die ganze Zeit in den Augen drin die Kapuze selber. Das heißt, das hier ist eine kleine Ausrüstungsergänzung, die ich aber nicht jeden Tag mit dabei habe, die aber sehr gut funktioniert und absolut vernünftiger Preis. Tja, manchmal sind Reviews zur Autoausrüstung halt nicht besonders lang, ne? Wenn es nicht viel zu sagen gibt, einfach nur, dass es ein gutes Produkt ist, dann ist das so. Hier links und rechts oben findest du weitere Reviews, die dann vielleicht auch ein bisschen länger sind. Und in der Videobeschreibung findest du wie immer Links und alle Informationen, die du sonst brauchst. Wenn nicht, schreib mir was in die Kommentare, denn dann kann ich darauf antworten. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.